Wir sind die Firma Fercher und Stockinger Holzhandwerk. Wir sind in Wies, in Seekirchen am Wallersee. Unsere Produkte sind Fenster in sämtlichen Ausprägungen. Isoliergläser in Zweifach, Dreifach, alle Fenster in Holz und Holzaluminium. Kastenfenster, sämtliche Ausprägungen, Hebeschiebetüren, Paniktüren, also Flucht- und Paniktüren, Haustüren, Innentüren. Und hin und wieder kriegen wir auch Böden auf Luxusjachten, 70 Meter plus. Losgegangen ist mit dem, wir haben eine Flächenmaschine, eine CNC angeschafft und da haben wir örtlich mit ins Boot geholt. Da sind wir schon sehr gut beraten gewesen und haben uns dann natürlich auch entschieden, auf der neuen Maschine mit der Firma Oertli zusammenzuarbeiten. Ja, der Maximilian und ich, wir haben uns einmal getroffen und haben uns anhand vom bestehenden System, am Plan, eine Idee geschaffen, wo wir hingehen könnten, wie das neue System ausschauen könnte. Und dann mussten wir ja natürlich das Splitting-System und die Werkzeuge auch mit Rücksicht auf die Maschine, auf die Begebenheiten der Maschine, auf die Leistungskurven der Maschine adaptieren, so dass möglichst hohe Qualität auf der Maschine erzielt wird, mit möglichst wenig Nacharbeit, also fast mannlos vom Rohkantel bis hin zur Verleimung. Also wir haben auf der Meinig Vario MC50 haben wir vom Hochleistungs-Sprintbohrer über Durbex-Sprintwerkzeuge, über Sätze in Hybrid mit Cat-Profil-Schneiden bis hin zum Kastenfenster Cat-Flex, wo man mit einem Satz unterschiedliche Profilierungen im historisierten Kastenfensterbau realisieren können und auch nachträglich Profile generieren können und anpassen können, haben wir auf der Maschine eigentlich alles drauf, was Oertli ausmacht. Die Ersparnis zum herkömmlichen Produktionsablauf wird sich irgendwo zwischen 40% und 50% der Manpower bewegen und die Qualität, die von der Maschine hergestellt wird, ist deutlich höher wie auf einer Durchlaufanlage. Also wir haben jetzt ausgerechnet, so ungefähr pro Fensterelement haben wir 1 Stunde bis 1,5 Stunden Zeitersparnis. Das ist natürlich extrem viel. Das macht gleich einmal beim Fensterauftrag 30 bis 40 Stunden aus, wo ich den Arbeiter natürlich viel effizienter einsetzen kann für höherwertigere Arbeiten. Flächen ist eigentlich nichts mehr zum Schleifen, das kommt schon geschliffen in die Maschine rein, die Flächen, und es werden dann nur noch die Kanten gebrochen und geht dann auch sofort in die Oberfläche. Also das Projekt ist nicht mit dem Aufstellen der Maschine zu Ende, sondern für mich geht es eigentlich jetzt erst los, passt alles, wo sind die Einsatzdaten, wird das richtig gemacht, wo kann man noch Verbesserungen erzielen. Also die Zusammenarbeit mit Martin, die ist super. Wenn ich irgendwelche Fragen habe bezüglich Produktionsprozesse, wie ich was beschleunigen kann, ruf ihn einfach an. Er bringt mir nachher das passende Werkzeug, damit ich da schön produzieren kann, damit ich schnell durchlaufen kann. Und jetzt bei dem Projekt im Nachgang haben wir unser Flügelinnenprofil, das haben wir dann nochmal neu konstruiert. Mehr oder weniger beziehungsweise das Werkzeug, und vorher haben wir leichte Ausrisse gehabt und das hat jetzt der Martin und die Firma Oertli so hingebracht, dass wir jetzt da nichts mehr nacharbeiten müssen, dass es keine Ausrisse mehr gibt und natürlich wieder die Produktion gesteigert oder die Qualität verbessert.